Zack, ist wieder Freitag. Was lag die Woche so am Rathaus an? Zum einen Sitzungsvorbereitung für nächste Woche. Wir haben Sitzung Kommunalunternehmen, Bauausschuss und Stadtrat. Dann durfte ich in unsere Grund- und Mittelschule. Dort war Schulforum mit den Elternbeiräten, mit den Schülersprechern. Da ging es um verschiedene Projekte, Wünsche der Schüler und allgemeiner Austausch. Ging zum Beispiel auch um einen Snackautomaten. Ich hatte eine Anwohnerversammlung für ein Bauprojekt. Dann hatten wir die Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Da war ich in Gaibach. Die steht heuer unter dem Motto, die Würde des Menschen ist unantastbar und 75 Jahre Grundgesetz. Wir hatten in Astheim einen Ortstermin, einmal in der DJK unten im städtischen Gebäude im Kindergarten. Dort sind Bauunterhaltsmaßnahmen durchzuführen. Dann waren wir in der Kartause unterwegs mit der Diözese, weil die in Kürze das Gebäude besenrein zurückgeben müssen. Und da sind wir mal durch das Gebäude durchgegangen. Und hier im Freibad geht es zurzeit auch rund. Es wird ausgeräumt, es werden die Abrissarbeiten vorbereitet. Wir haben nämlich die Woche endlich unsere Baugenehmigung bekommen. Und da freue ich mich auch, dass es jetzt wieder einen Schritt weitergeht. So viel zu meiner Woche im Rathaus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.